So, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, den wir Beginn behandeln wollen. Das ist Nummer 34, überschrieben mit Herstellung von Impfgerechtigkeit und zügige Erreichung einer hohen Impfquote bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Einreicher ist Fraktion Die Linke. Wer möchte es vorstellen? Der Gastredner macht das gleich mit. Wunderbar. Dann hatten wir Rederecht erteilt für Herrn Gerig Verhies. Den darf ich jetzt nach vorne bitten und um seinen Beitrag bitten. Auch bei Ihnen gilt 5 Minuten Redezeit. Ich danke Ihnen, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Gerig Verhies. Ich bin Medizinstudent und arbeite aktuell in der Kinderchirurgie hier am Uniklinikum. Ich darf einen Antrag vorstellen, von dem ich glaube, dass er in unser aller Interesse ist. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus, so verstehen Sie mich sicherlich besser, schon so zur Gewohnheit geworden, 8 Stunden am Tag. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus geht nicht so schnell voran, wie wir das bräuchten und gerne hätten, um eine Herdenimmunität zu erreichen, die uns alle als Gesellschaft vor negativen Konsequenzen weiter entlang der Straße schützen wird. Darum liegt ein Antrag von der Fraktion vor, den ich in voll und ganz befürworte, der darauf abzielt, die Schwelle zu senken, für alle diejenigen, die noch nicht geimpft sind, möglichst bald eine Impfung zu erhalten. Ich glaube, in Ihnen eigentlich allen Verbündete zu haben. Ich nehme auch an, einige von Ihnen, so wie ich auch, sind hier vielleicht im Impfzentrum gleich nebenan gewesen, um sich mit BioNTech oder einem AstraZeneca-Pfizer-Impfstoff impfen zu lassen. Wir sind privilegiert in dieser Hinsicht, Sie und ich, wenn Sie sich schon geimpft haben lassen. Wir sind daran interessiert, unsere Gesundheit zu schützen und denken vielleicht auch, wir tun was Gutes für die Menschen um uns herum. Vielen anderen Menschen ist aber, und das ist als Paradox der Prävention in der Medizin bekannt, die Wichtigkeit dieser kleinen vorbeugenden Maßnahmen nicht in vollem Umfang bekannt oder es ist ihnen nicht wichtig genug, um das in ihren Alltag zu integrieren. Das ist die eine Gruppe an Menschen, die wir mit dem Antrag, der niedrigschwellige Angebote einrichten soll, wie zum Beispiel Impfbusse, dezentrale Impfmöglichkeiten, eine Informationskampagne in leichter Sprache oder auch direkte Ansprache durch Sozialarbeiter, die damit erreicht werden können. Die zweite Gruppe sind Menschen, die üblicherweise aus der medizinischen Versorgung herausfallen oder gar nicht so gut abgedeckt werden. Das sind viele einsame ältere Menschen in Deutschland, das sind viele mobile Menschen innerhalb von Deutschland, wie zum Beispiel aus meiner Gruppe ein großer Teil der Studenten, die keinen Hausarzt hier vor Ort haben. Das sind auch viele Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland leben. Der Antrag erreicht beide Gruppen und wird uns darum helfen, die zunehmende Impfmüdigkeit oder auch Indifferenz dem Impfen gegenüber anzugreifen. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die in Prolis als niedergelassene Ärztin tätig ist. Sie hat mir von beidem berichtet. Die Hälfte ihrer Patienten ist schon lange geimpft. Das sind chronische Patienten, die regelmäßig zu ihr kommen, die eben ein Eigeninteresse daran haben, sich vor einem negativen Corona-Verlauf zu schützen. Und dann gibt es die Hälfte. Und dann gibt es aber die andere Hälfte, von denen nur ein kleiner Teil die Impfung gar nicht haben will und der überwiegend große andere Teil nicht die Zeit findet, eine Schicht hat, Alleinerziehendes, die Kinder betreuen muss und generell eigentlich eher selten und ungern zum Arzt geht, weil es nicht in den Alltag passt. Diese Menschen, meinte die Kollegin, ließen sich abholen, wenn man zum Beispiel ein mobiles Impfangebot vor dem Prolis-Center hätte. Diese Menschen ließen sich auch vor großen Hochhäusern abholen, wenn sie nämlich da zu Hause besuchen sei. Dann könne sie, 10 Menschen würde sie da impfen, das seien ihre Patienten, aber sie wisse vom Pförtner oder vom Portier, da sind noch mindestens genauso viele, die haben gar keinen Hausarzt. Und die bleiben unversorgt. Auch die könnte man mit einem mobilen Angebot, das auf die Menschen zugeht, erreichen und genau das will dieser Antrag tun. Ich glaube, dass wenn wir alle das Ziel teilen, Schulschließungen nochmal im Herbst, wenn die Delta-Welle auf uns zurollt, was wir nicht hoffen wollen, Einschränkungen der Wirtschaft oder auch persönliche Einschränkungen der Freiheit, vor allem aber Krankheit und Tod bei unseren Mitmenschen vermeiden wollen, dann ist es in unserem Interesse, den vorliegenden Antrag in seiner jetzigen Form anzunehmen
und den dann auch umzusetzen. Je näher wir an die Menschen ranrücken und je mehr von denen, die wir erreichen können, die eine Impfung auch sonst sich nicht abholen würden, weil für mich ist es ein kleiner Pieks und schützt mich das wirklich, jetzt wo ich doch so gesund bin, passt es in meinen Alltag. Die brauchen den extra Schubs, den wir mit diesem Antrag geben können. Und darum möchte ich Sie bitten und würde mich sehr freuen, wenn Sie dem Antrag der Linksfraktion folgen und alles tun, was die Stadt tun kann, um das Impfen an die Menschen ranzubringen. Und ein Desinteresse, eine gewisse Müdigkeit mit dem Thema, aber eben auch das wohlbekannte Paradox der Prävention, dass eine kleine Maßnahme für den Einzelnen einen großen Effekt haben kann, aber abgelehnt wird, weil sie zu umständlich ist, durchbrechen können. Gemeinsam schaffen wir das, da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Soweit die Einbringung und auch das Rederecht. Jetzt habe ich angemeldet bekommen lediglich eine weitere Wortmeldung, Herr Dr. Deppe. Dann beginnen wir damit und dann Frau Walter. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner im Livestream. SARS-CoV-2, das Coronavirus, lässt uns nicht los. Es hat vielen Menschen viel Leid gebracht, es hat unser gesellschaftliches Zusammenleben schwer beeinträchtigt und es hat auch unsere Volkswirtschaft deutlich geschädigt. Noch vor einem Jahr haben wir gedacht, naja, wir haben vielleicht das Schlimmste hinter uns und noch im Frühherbst haben viele von uns, ich glaube auch der Oberbürgermeister, gesagt, so in ein paar Monaten ist das alles vorbei. Nun, es ist anders gekommen. Wir haben eine zweite Welle erlebt, wir haben eine dritte Welle erlebt und wir haben Varianten dieses Virus erlebt, die immer ansteckender geworden sind, die immer pathogener sind. Wir haben eine Alpha-Variante, wir haben eine Delta-Variante, die sich jetzt eben auch in Deutschland ausgebreitet hat und dominierend wird. In Südamerika macht sich gerade eine Lambda-Variante breit, die ebenso ansteckend ist wie die Delta-Variante und vielleicht noch pathogener. Das alles zeigt uns, dieses Virus werden wir so schnell nicht los. Aber wir stehen besser da als im letzten Jahr, weil wir eben die Impfung haben. Und die Impfung, aber auch unser weiteres Verhalten im öffentlichen Bereich wird darüber entscheiden, wie wir mit diesem Virus in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten, Herbst und Winter, klarkommen werden. Was klar ist, es wird eine vierte Welle geben. Und diese vierte Welle wird vor allen Dingen diejenigen betreffen, die nicht geimpft sind. Und das sind eben vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche. Und es ist so, dass dieses Virus Kinder und Jugendliche normalerweise nicht so schwer trifft, wie es Erwachsene trifft und gerade ältere Menschen trifft. Aber es kann sie auch treffen. Und das Problem von Long-Covid, also lange anhaltenden Symptomen und Beschwerden, die erheblich beeinträchtigend sind, das kann auch Kinder und Jugendliche treffen. Deshalb sind wir gerade auch in der Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen dazu angehalten, die Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen, um eben dem Virus entgegenzutreten. Und das ist die beste Möglichkeit dazu, ist die Impfung. Und das Robert-Koch-Institut hat gerade gestern nochmal eine Studie publiziert, wo eine Modellierung vorgenommen worden ist für den kommenden Herbst und den Winter. Und da sieht man, wenn man von einer Impfquote von 75% ausgeht, die wir lange noch nicht haben, dann werden wir 2000 Patienten etwa in der Spitze auf den Intensivstationen wieder haben. Wenn wir eine Impfquote von 85% erreichen könnten, dann werden es etwa 1000 Patienten sein auf den Intensivstationen. Und über 95% braucht man, glaube ich, gar nicht reden, denn die werden wir nicht erreichen. Das bedeutet also, es geht wirklich um das Impfen. Man kann wirklich sagen, impfen, impfen, impfen. Und nun ist es ja Gott sei Dank so, dass wir inzwischen genügend Impfstoff zur Verfügung haben und dass wir allen Menschen ein Impfangebot machen können. Es wird leider nicht genügend genutzt, weil man schon wieder denkt, naja, so schlimm ist es mit dem Virus auch nicht.
Und von daher ist der Antrag der Linken richtig und wir unterstützen ihn, dass man nun versucht, auch an die Menschen heranzukommen, die eben eine höhere Schwelle haben, um das in das Impfzentrum zu gehen oder um zum Hausarzt zu gehen. Und damit werden wir sicherlich weiterkommen und eine höhere Impfquote erreichen können. Und es war auch gut, im Gesundheitsausschuss zu hören, dass die Stadt dort auch schon einiges tut. Und es wird ja wohl morgen auch von dem Dynamo-Spiel so sein, dass es dort eben ein mobiles Impfangebot geben wird. Das müssen wir unterstützen und das tut ja auch dieser Antrag. Ich möchte aber zum Schluss doch auch noch mal sagen, dass es auch auf die Eigenverantwortung der Menschen ankommt. Und da ist es schon so, dass man jetzt auch langsam sagen muss, es gibt für jeden ein Impfangebot. Und deshalb müssen die anderen Dinge, die eben als Beschränkung weiter nötig werden sein für bestimmte Veranstaltungen, nämlich an Impfungen oder Testungen. Deshalb muss man, denke ich, bei diesen Schnelltests jetzt auch sagen, jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und deshalb können die Schnelltests nicht mehr kostenlos sein, sondern sollten kostenpflichtig werden. Damit wird vielleicht auch ein Impfanreiz für viele Menschen gegeben. Ich denke, wir werden uns weiter mit diesem Virus beschäftigen müssen und wir Grüne haben einen Antrag angebracht in den Stadtrat, der uns dann eben nach der Sommerpause beschäftigen wird, wo wir eben auch viele andere Maßnahmen adressieren, zum Beispiel das auch gestern angesprochene Problem Lüftungsanlagen für Schulen, ne? Und viele andere Dinge, die man außer den Impfungen sicherlich auch noch brauchen wird. Kommen Sie bitte zum und Schluss. Mit diesem Ausblick möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und nochmal um Unterstützung für den linken Antrag werben. Danke. Als nächste Rednerin Frau Walter und dann Herr Scholbach. Ich habe gar nicht vor, so viel dazu zu sagen. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit nochmal jetzt an dieser Stelle die Verwaltung hier um eine Stellungnahme zu bitten, weil grundsätzlich teile ich das Anliegen. Und ich bin eigentlich auch dankbar aus meiner persönlichen Situation heraus, dass ich frühzeitig die Möglichkeit hatte, mich doppelt impfen zu lassen und fand das jetzt alles andere als toll, dass es bei meiner Familie sehr viel länger gedauert hat, bis wir hier zu den entsprechenden Terminen kommen konnten. Und grundsätzlich kann ich auch sehr gut verstehen, dass wir hier mehr in die Wege bringen müssen, um hier entsprechend Bewegung reinzubekommen in unser aller Sinne. Aber dieser Antrag hat natürlich jetzt schon eine gewisse Zeitschiene hinter sich und hat sich aus den Informationen, die wir von der Verwaltung jetzt erhalten hatten, aus der letzten Ausschusssitzung natürlich an irgendeiner Stelle schon überholt. Denn Herr Dr. Deppe, es ist ja nicht nur einiges getan worden, es ist sehr viel getan worden. Und aus dem Grunde bitte ich einfach Frau Dr. Kaufmann hier an der Stelle nochmal um Informationen. So, als nächster Herr Scholbach, dann Herr Schmählich. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie hat die Menschheit seit nunmehr 1,5 Jahren fest im Griff. Unsere Gesellschaft wird vor enorme gesundheitspolitische, soziale, wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen gestellt. Das verdeutlichen schon einige wenige Zahlen. Wir laufen in Deutschland auf rund 4 Millionen Menschen zu, die eine Corona-Infektion durchlitten haben. Es gibt bereits jetzt über 91.000 tote Menschen, die mit Corona oder infolge von Corona verstorben sind. Wir haben 3 Wellen erlebt, unterschiedlicher Intensität. Gegenwärtig im Juli 2021 hat sich die Situation zwar entspannt, aber das kennen wir ja bereits vom vergangenen Sommer, als auch wieder viel Leichtsinn einkehrte, als viele nicht davon ausgingen, dass sozusagen weitere Wellen folgen würden, obwohl Regierung, obwohl die Wissenschaft sehr deutlich warnte. Wir haben uns alle miteinander eines Besseren belehren lassen. Wir haben die zweite und die dritte
Welle erlebt. Wir haben erlebt, wie im Grunde das von Herbst bis in das Frühjahr hinein permanent unser Land im Lockdown-Modus war. Und wir müssen alles dafür tun, dass letztlich erneut unser Land in einen Lockdown versetzt werden muss. Und es hat ja enorme Folgen, auch für die Familien, wenn wieder Schulen geschlossen werden müssen, wenn Homeschooling betrieben wird, wenn gleichzeitig Homeoffice ist. All das sind ja enorme Belastungen, die sich vielleicht eine Zeit mal überstehen lassen, aber eben nicht dauerhaft. Und deshalb muss man alles dafür tun, um eine vierte Welle zu vermeiden. Und natürlich muss man auch alles dafür tun, diese vierte Welle zu vermeiden, weil jene, die infiziert sind, eben auch von den Langzeitfolgen betroffen sind. Wir erleben es ja, dass viele Menschen darunter leiden und sich eben nicht so schnell erholen, wie man das gehofft hatte. Geschweige denn die Menschen, die dann tatsächlich um ihr Leben kämpfen müssen und auch diesen Kampf zum Teil leider verlieren. Und deshalb sagen wir, es muss auf allen Ebenen das Menschenmögliche getan werden, um eine vierte Welle zu vermeiden oder zumindest so milde wie möglich zu gestalten. Und da kommt es jetzt eben darauf an, Impffortschritte zu erzielen. Und auch hier einige ganz wenige Zahlen. Wir haben mit Stand heute in Deutschland eine Impfquote bei den einmal Geimpften von 60%. In Sachsen die schlechteste Impfquote aller Bundesländer, nämlich nur 51%. Und bei den vollständig Geimpften haben wir in Deutschland insgesamt knapp 50%, in Sachsen nur knapp 45%. Auch hier die schlechteste Impfquote aller Bundesländer. Und deshalb muss man jetzt hier tatsächlich überlegen, welche Maßnahmen können getan werden, damit wir vorankommen. Da haben wir, das ist bereits zutreffend ausgeführt worden, eben Menschen, die es im Augenblick vielleicht etwas nicht so ernst nehmen, weil gerade die Zahlen sich positiv entwickelt haben in den vergangenen Wochen, weil gerade die Folgen nicht so spürbar sind. Da haben wir Menschen, die vielleicht einfach sehr, sehr wenig Zeit haben, Menschen, die in ihrem Alltag dieser Impfung jetzt eine geringere Priorität einräumen. Es liegt aber im gesamtgesellschaftlichen Interesse, voranzukommen, die Impfquote deutlich zu steigern. Und deshalb sagen wir, wir müssen die Schwellen so niedrig wie möglich gestalten. Wir müssen zu den Menschen hingehen und aktiv vor Ort unkomplizierte, einfache, praktische Impfangebote unterbreiten. Es ist zu begrüßen, dass die Stadtverwaltung hier bereits tätig geworden ist. Na, selbstverständlich, das ist auch zu erwarten und sie hat die Dinge schon in die Hand genommen. Aber nichtsdestotrotz ist es doch wichtig, dass wir als Stadtrat, als Hauptorgan der Stadt Dresden, als demokratisch gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger auch ein Signal senden, der Stadtverwaltung Rückenwind geben und einen klaren Auftrag erteilen und deutlich machen, wie wichtig das Impfen auch in Dresden ist. Und deshalb möchte ich Sie bitten, möglichst von kleinteiligen Diskussionen abzusehen, das große Ganze zu sehen, die große Herausforderung zu sehen und diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Schmelig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir müssen das große Ganze sehen, das ist richtig. Aber bis auf vielleicht ganz wenige in diesem Stadtrat bezweifelt niemand, dass das zentrale Instrument zur Bekämpfung dieser Pandemie in der jetzigen Phase das Impfen ist. Bezweifelt niemand. Ich bezweifle allerdings, und für mich ist diese Pandemie zu dramatisch, um einfach mit dem Backen von Allgemeinplätzchen mich zufrieden zu geben. Alles das, was hier
in dem Antrag drinsteht, ist in dieser Republik gängige Praxis der Gesundheitsämter. Und wenn es so ist, dass es eines Anstoßes dieses Stadtrats bedarf, damit diese Maßnahmen ergriffen werden, dann hat das Gesundheitsamt, hätte das Gesundheitsamt versagt. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, deshalb bin ich sehr gespannt auf das, was Frau Dr. Kaufmann, sie hat uns das ja auch schon in den Ausschüssen berichtet, zu dem Thema sagen wird. Hier wird ein Problem beschrieben, was wir auch speziell in Sachsen haben, da hat Herr Scheubach völlig recht, Sachsen ist Schlusslicht unter den Impfbundesländern und das hat verschiedenste Gründe. Das hat aber am wenigsten den Grund, dass wir hier zu hochschwellige Angebote haben. Es liegt nicht an den Angeboten, sondern ich sage es mal so, es liegt an der Nachfrage und derjenigen, die im Grunde genommen nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Und das wird der Ansatz, in dem ich im Grunde genommen sozusagen jedem Einzelnen mit der Spritze hinterherlaufe, auch nichts grundsätzlich ändern. Von daher glaube ich, dass die Zielstellung, die Notwendigkeit, die wir auch als Dresdner insgesamt sehen, hier eine hohe Impfquote zu schaffen, mit dem, was dort drinsteht, eben leider nicht erreicht werden. Und von daher ist er sozusagen zum falschen Zeitpunkt, also er kommt einfach viel zu spät. Weil, wie gesagt, diese Debatte, ich habe jetzt wieder so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier wirklich in so einem gallischen Dorf leben, wo wir zum ersten Mal über Impfstrategien reden. Das, was, wie gesagt, in diesem Antrag steht, habe ich auf den verschiedensten Ebenen und in den verschiedensten Städten, ist das schon längst gängige Praxis. Und von daher ist er meines Erachtens jedenfalls einfach überflüssig. Und aus dem Grunde kann ich ihm auch nicht meine Zustimmung geben. So, weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal nicht. Dann würde ich mal Frau Dr. Kaufmann bitten für die Verwaltung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte und Stadträtinnen, ich denke, die Diskussion hat gerade gezeigt und auch die Medien berichten es und wir wissen es alle, die Pandemie ist noch längst nicht vorbei und wir leben in hochdynamischen Zeiten. Insofern, wenn der Antrag Anfang Juni seitens der Fraktion eingereicht wurde, sind wir heute 6 Wochen weiter und natürlich haben wir gearbeitet. Und dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleibt das Impfen eine individuelle Entscheidung des Einzelnen. Aber gleichsam wissen wir alle, die die Zahlen kennen, die sich etwas damit beschäftigen und sich an den Fakten orientieren, dass diese Pandemie nur gemeinsam gemeistert werden kann. Und der einzige Unterschied, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es, dass wir anders als im Sommer letzten Jahres einen Impfstoff haben, der Leben rettet. Und wir wissen schon heute, die 4. Welle kommt bestimmt. Und so gilt es, jegliche mögliche Maßnahme zu ergreifen. Eine Vorteilsübersetzung eines Zweiflers, eines Ängstlichen, eines faktenkennenden Menschen ernst zu nehmen und ihm und ihr darzustellen, lass dich impfen. Und insofern sind wir in den letzten Wochen natürlich mit dem Freistaat sehr intensiv in Kontakt gewesen. Sie wissen, im Freistaat verantwortet der Freistaat die Landesebene, die Impfaktion, die Betriebsärzte und die mobilen Impfteams bilden 3 Säulen. Und wir starten morgen mit dezentralen Impfkampagnen, um den Dynamo-Fan, um den begeisterten Museumsnachtbesucher, um den Einkäufer unterschiedlichster Galerien zu erreichen, um die jüdische Gemeinde, um Kirchgemeindemitglieder, um muslimische gläubige Menschen zu erreichen. Und hier gilt es, zu den Menschen zu kommen, ihnen im Grunde genommen die Möglichkeit zu geben, in ihrem Lebensalltag sich einfach ein Impfserum abzuholen. Insofern ist meine Botschaft, wenn das oberste Organ, Sie als Stadtrat, uns an dieser Stelle den Rücken stärken und gemeinsam mit uns als Verwaltung klar und deutlich sagen,
Dresdnerinnen, Dresdner, lasst euch impfen. Heute, damit wir keinen heißen Herbst erleben. Dann ist das aus unserer Sicht ein ganz starkes Symbol und fachlich, werte Kolleginnen und Kollegen, mehr als angeraten. Soweit von der Verwaltung. So, meine Damen und Herren, dann haben wir noch eine Wortmeldung. Herr Aschenbach. Nur ganz kurz, Frau Kaufmann, das war, ja, aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Verwaltung das schon durchaus alles macht, was in dem Antrag steht? Sehr geehrter Kollege, natürlich haben wir intensiv in den letzten Wochen daran gearbeitet, dass das, was Anfang Juni in diesem Antrag festgeschrieben wurde als Zielstellung, zum Fliegen kommt. Und wir werden morgen die erste dezentrale Impfaktion hoffentlich mit einer Strahlwirkung weit über die Landeshauptstadt Dresden starten. So, weit nochmal. Bitte schön, Frau Wendt. Also wir sehen das ganz genauso. Also die Stadtverwaltung macht ganz viel. Sie leistet dort sehr viel. Wir sehen auch, dass die Hausarztpraxen impfen, dass die Kinderärzte impfen. Der Antrag ist für uns momentan gar nicht mehr notwendig. Das läuft alles auf geraden Bahnen und deswegen werden wir ihn ablehnen. Nicht, weil wir das Impfen nicht für richtig halten, sondern weil er eigentlich nicht mehr notwendig ist. Weitere Wortmeldung. Herr Wirtz, können wir das kombinieren mit dem Schlusswort? Nein, kann man nicht. Na dann, los geht's. Nee, das Schlusswort möchte ich bei Bedarf lieber jemand anders überlassen, weil ich möchte was klarstellen, was ich auch schon in der Fraktion klargestellt habe. Es wird hier im Prinzip so sehr einseitig im Prinzip auf die im Prinzip vollkommene Massenwirksamkeit und auch Empfehlung der Covid-19-Impfung hingewiesen. Es ist aber so, dass die ständige Impfkommission für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren nur eine eingeschränkte Empfehlung bei Vorerkrankungen gibt und von 0 bis 12 Jahren gar nicht, da dort unter Umständen die schlechten Nebenwirkungen die positiven Wirkungen überwiegen könnten. Ich bitte auch im Prinzip nicht nur die positivistischen Einstellungen, sondern auch die Einschränkungen wiedergeben. Wir betreten hier Neuland, was die Impfung betroffen. Und mir ist es auch wichtig, die Impfung, ich habe sie selber auch bekommen, würde sie auch Erwachsenen empfehlen. Aber ich würde bei jedem und jeder die individuelle Entscheidung für einen medizinischen Eingriff respektieren. Und auch von Zwangsmaßnahmen, wie Dr. Deppe sie hier empfohlen hat, mit irgendwelchen kostenpflichtigen Tests absehen. Ich halte das für eine aufgeklärte Gesellschaft für unwürdig, hier mit indirektem Zwang zu arbeiten. Diese Klarstellung ist mir wichtig. So, das hat eine ganze weitere Wortmeldung herausgebracht. Frau Müller, haben wir dann Herr Dr. Schulte-Wissermann und dann war da drüben auch noch jemand, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Herr Wirtz, das veranlasst mich jetzt auch noch mal zu einer Klarstellung oder zu einem, wie ich finde, wichtigen Hinweis. Sie haben ganz richtig gesagt, die Impfung ist von der Ständigen Impfkommission im Moment nur für Kinder ab 12 dann empfohlen, wenn sie ein Risiko haben. Das nicht, und das deswegen, weil es noch nicht genügend Studien dazu gibt. Nicht aus dem Grund, den Sie gerade gesagt haben. Und gerade dieser Umstand, dass nämlich im Moment es eben auch man keine Impfung bekommen kann für Kinder unter oder nicht so leicht für Kinder ab 12, es wenig Kinderärzte gibt, die freie Entscheidung der Eltern, dass sie das nämlich wollen oder auch gegebenenfalls der Kinder, wenn sie zum Beispiel 14 sind, geimpft werden wollen, dass die das gar nicht die Möglichkeit haben, heute einen Impfschutz zu bekommen und eben nicht alle, auch nicht wahrscheinlich im August und auch nicht in den nächsten Monaten ein Impfangebot bekommen haben werden. Es ist gerade für die Erwachsenen eine Frage der Solidarität für die Kinder, sich hier so schnell wie möglich selbst impfen zu lassen. Und deswegen ist auch dieser Antrag sehr wichtig, weil er gerade an alle Eltern oder an alle Erwachsenen rangeht, die das vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben, zu sagen, es ist wichtig, lasst euch impfen. Danke. Herr Dr. Schulte-Wissermann, auf geht's.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, wenn jetzt hier jeder schon seine eigenen persönlichen Gedanken verbreitet, dann möchte ich das hier auch tun. Aber ich werde versuchen oder ich werde Sie an gewisse logische Folgeketten versuchen zu knüpfen. Die Zahl der Infizierten ist erstmal nebensächlich. Wichtig ist das Wachstum oder das Absinken, also sozusagen dieses R. So, ich mache mal ein Beispiel, weil so mit dem R, das kann sich niemand vorstellen. Aber stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen anbieten, ich leihe Ihnen 100 Euro und alle 10 Tage 30% Zinsen. Würden Sie das machen? Ja, also nach 10 Tagen 130 Euro, dann nach 20 Tagen, das geht ja exponentiell, ne? Also 30% von 130 sind wir bei bald 200 und so weiter und so fort. Sie werden, wenn Sie das mal im Taschenrechner eingeben, man wird ziemlich erstaunt sein, wie schnell man sich das nicht mehr leisten kann. Und genauso ist es mit dem Virus auch. Das R ist in Deutschland ungefähr bei 1,3, 1,5 oder so. Aktuell weiß ich nicht, letzte Woche war es da. Und das heißt also, die Zahlen werden sich verdoppeln. Oder anders gesprochen, wenn Sie mal gucken, was im Juli letztes Jahr los war, die Zahlen waren insgesamt weit niedriger als jetzt und sie sind damals nicht gestiegen. Die Welle im Herbst ging erst viel später los. Das heißt, wir sind schon in der vierten Welle. All das Hoffen, dass es an uns vorbeigeht oder so, ist Quatsch. Wir sind in der vierten Welle und jetzt momentan ist es sogar warm und die die Nachtgastronomie und die Tanztempel und so, die sind noch nicht wirklich wieder besucht. Zweitens, der Deppe hat gesagt, 100% Schutz werden wir nicht erreichen. Natürlich werden wir 100% Schutz erreichen irgendwann. Weil zu den Geimpften muss man ja noch die Genesenen hinzuzählen, die so nimmt mal an, auch in den allermeisten Fällen nicht mehr Corona kriegen, zumindest nicht diese Varianten, die wir jetzt gerade haben. Und das bedeutet, jeder wird irgendwann Corona bekommen. So, ob es früher oder später ist, werden wir sehen, aber jeder wird es kriegen. Und wenn man jetzt bei der AfD klatscht, dass Kinder nicht geimpft werden dürfen muss, und man sich selber nicht impfen lassen will, ja, dann muss man, und man gestern auch keine Luftfilter wollte, ja, ich meine, ist doch klar, was passiert. R ist jetzt schon über 1, es steigt, die Schulen machen wieder auf, die Kinder durchseuchen sich, wenn man so will, also werden alle krank. Und wo gehen die Kinder nachmittags hin? Nach Hause. So, wenn dort mehrere Menschen sind, die nicht geimpft sind, schlecht. So, wenn man eine Impfquote plus Krankgewesenquote von größer 90% hat, kann man sich jetzt in Großbritannien angucken, dann ist zumindest momentan jetzt, ist alles einigermaßen okay. Großbritannien hat jetzt eine Inzidenz von 80, aber die Todeszahlen gehen kaum hoch. Sie gehen hoch, aber sie gehen sozusagen nur ein bisschen hoch. Das heißt, wenn man also irgendwo in der Gegend von 90 oder höher 90 ist, dann kann man davon ausgehen, dass jeder, der entweder, Risiko hat, sich hat impfen lassen, oder dass alle anderen schon tot sind, ja, und dass sozusagen nur noch die übrig sind, die krank werden und mit milden Symptomen oder gar keinen Symptomen dann dadurch gehen. Das heißt, jetzt in diesem Sommer müssen wir so viel dafür tun, dass die Leute sich impfen. Und stimmt schon, das meiste wird gemacht, was in dem Antrag jetzt drin steht. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar für diesen Antrag, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, über Corona vor den Ferien zu sprechen. Und ich möchte nicht Ihre verdutzten Äuglein sehen dann im Herbst, wenn es heißt, oje, oje, hätte mir das mal jemand gesagt. Also ich sage Ihnen, jeder wird krank und wir sind schon in der vierten Welle. Und deswegen werde ich persönlich dem Antrag zustimmen. Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen. Ich hatte Sie gesehen, Herr Mattis, mache den Versuch, wenn keine weiteren Wortmeldungen ist, ob wir das erst mit Schlusswort dann abbinden können. Ja, also wunderbar. Dann, Herr Mattis, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, was die Bewältigung von Corona und den Folgen anbelangt, sind wir natürlich in einer, wie man so sagt, schnelllebigen Zeit.
Als wir vor 6 Wochen diesen Antrag eingebracht haben und in der ersten Lesung im Gesundheitsausschuss darüber gesprochen haben, da war der Antrag, na, ich könnte jetzt eigenlobmäßig sagen, noch visionär. Man kann es auch nüchterner sagen, dann war er noch sehr optimistisch. Damals haben wir noch über die Frage geredet, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich gerne impfen lassen wollen, aber keine Gelegenheit dazu haben. Vielleicht erinnern Sie sich, es ist noch gar nicht so lange her, da musste man noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn man zu denjenigen gehörte, die sich schon impfen lassen durften, weil viele andere darauf gewartet haben und einfach noch keine Aussicht auf einen Termin hatten, einfach noch nicht dran waren. Das war noch die Situation vor 6 Wochen. Und da ist das im Ausschuss, sind wir da kritisch gefragt worden, ob unseren Antrag, ob denn überhaupt schon die Zeit ist. Und zwar von den gleichen Leuten, die jetzt die Frage stellen, ob der Antrag vielleicht schon zu spät kommt. Das ist ja sozusagen absurd, dass es jetzt eine Punktlandung ist, dass wir jetzt zufällig exakt an dem Zeitpunkt sind, wo wirklich die Situation sich grundlegend geändert hat. Wenn man die Diskussion der letzten Woche ansieht, das konnten wir damals tatsächlich nicht voraussehen, aber das ist so. Dieser Antrag ist heute so aktuell wie möglich. Und ich möchte aber auch eins klarstellen, weil es dann immer in der Diskussion ein bisschen durcheinander geht. Es ist natürlich, die Verantwortungen sind auch klar getrennt. Es ist nicht die Aufgabe der Politik, darüber zu befinden, wer welche Impfempfehlung kriegt, wer geimpft werden sollte, ob man Kinder impfen sollte oder nicht. So, da kann jeder persönliche Meinung äußern, aber die sind genauso, sage ich jetzt mal, nicht sonderlich relevant wie die persönlichen Meinungen beliebiger anderer Leute. Das ist keine Aufgabe der Politik. Das ist Aufgabe von medizinischen Fachleuten. Dafür haben wir eine ständige Impfkommission, die sich damit beschäftigt und die das sehr wohl in Abwägung medizinischer, epidemiologischer und ethischer Aspekte diese Empfehlungen abgibt. Das ist nicht unsere Aufgabe als Kommunalpolitik. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, den Einzelnen die Entscheidung abzunehmen. Natürlich kann der Einzelne für sich entscheiden, unter Kenntnis aller Dinge, die ihm bekannt werden, ob er sich am Ende impfen lassen will oder nicht. Eine Impfpflicht ist eine absolute Ausnahme und die hat auch in diesem Fall, ich glaube, niemand wirklich vorgeschlagen. Was unsere Verantwortung ist, das ist die Impflogistik. Und da kann man nicht einfach sagen, es wurde schon alles getan. Natürlich hat das Gesundheitsamt gearbeitet, ist gar keine Frage. Aber wenn man sich noch mal die Zahlen in Erinnerung ruft, die Herr Scholbach hier gesagt hat, warum liegen wir denn am Schluss in Sachsen? Weil hier mitnichten alles gelaufen ist. Im Moment kann das Gesundheitsamt noch nicht mal exakt sagen, wie viel Prozent in Dresden geimpft sind, weil die Leute kreuz und quer durchs Land gefahren sind in die Impfzentren. Es gab im Verhältnis viel zu wenig Impfzentren. Es war suboptimal in Sachsen organisiert. Da ist noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial da. Und darum geht es, jetzt alle Kraft dafür einzusetzen, sowohl in der Stadt selber, als auch im Zusammenwirken mit dem Land das Verbesserungspotenzial zu erschließen. Und da geht es mitnichten nur um die Frage, dass jetzt jeder seine Erst- und Zweitimpfung bekommt, der das möchte. Sondern wir wissen ja, es gibt da Diskussionen, dass es gut möglich ist, dass im Herbst auch schon eine Drittimpfung empfohlen wird und dass wir in eine Notwendigkeit kommen, diese Impfung alljährlich gegebenenfalls zu wiederholen. Darüber entscheiden nicht wir, darüber entscheiden Gott sei Dank Medizinerinnen und Mediziner. Aber wir sind verantwortlich dafür, die Logistik zu schaffen, dem dient unser Antrag. Und deshalb bitte ich Sie, schauen Sie sich die Situation an, wie sie momentan ist und stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen herzlichen Dank. So, und damit steigen wir jetzt auch ein in die Abstimmung. Wir haben vorliegen einen Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke, den ich zunächst abstimmen würde und dann, falls er keine Mehrheit hat, bekommt dann über den federführenden Ausschussbericht, der negativ ist. So, wer dem Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung?
30 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen, damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer den annehmen möchte, der ablehnend ist, den bitte ich jetzt um Zustimmung. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Zwei. 30 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen. Wird damit der federführende Ausschussbericht abgelehnt, was dazu führt, ist halt nochmal die Geschäftsordnung, dass wir jetzt über den Originalantrag abstimmen. Die Linke eingereicht hat. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Gegenstimmen nochmal. Gegenstimmen nochmal? Waren Sie nicht schnell genug beim Zählen? Achso, hier das. Ja. 30 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen. Keine Enthaltung kann nicht sein, es waren 2 Enthaltungen gewesen. Und damit wäre das abgelehnt. Wiederholung der Zählung, Herr Schäuble. Also ich hätte mich ja zufrieden gegeben, aber wenn wir so lax über Abstimmungsergebnisse drüber gehen, die nie ganz eindeutig sind, dann machen wir jetzt Wiederholung der Zählung. Dann machen wir Wiederholung der Zählung und darf bitten, entsprechend die Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen. Frau Arnert. Frau Apel. Herr Aschenbach. Frau Barkow. Frau Bischofberger. Nicht da. Herr Blödner. Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, nicht da. Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmar, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Kraul nicht da, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Leo Lenz, Herr Lichti, nicht da, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Schanetzki, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze,
Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, nicht da, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow und Herr Hilbert. Also 30 Ja-Stimmen, 34 Nein, eine Enthaltung, damit abgelehnt. Also eine Enthaltung, weil ich auch zwei Enthaltungen muss ich eigentlich sagen. Ich habe nur 8 Stimmen. Schwierig. Nein gesagt. Habe ich auch gesagt. Nein gesagt. Also, die. Das ist eben so, wenn eine Unruhe im Raume ist, ich würde jetzt mal den Zeuge hier sein, dass ich das Gemeinde gehabt zu haben, Herr Schmählich, auch eine Enthaltung war, aber hier oben ist dann eben ein Nein angekommen und das ist, so wäre es zu korrigieren, bleibt aber trotzdem, ich glaube 30 Ja, 33 Nein, 2 Enthaltungen dann. Aber ist eben nochmal, Sie müssen hier ruhig im Raum sein, sonst ist das nicht korrigierbar. Herr Matthes. Herr Oberbürgermeister, ich bitte jetzt bloß noch mal um eine Klarstellung. Es war ganz schlecht zu hören. Wie haben Sie denn selbst abgestimmt? So wie ich es auch gezeigt habe, nein. Danke, das wollte ich bloß wissen, wenn Sie dann wieder flammende Appelle an die Bevölkerung richten. Danke. Ja, das ist aber jetzt haben Sie mir die Steilvorlage gegeben. Ich hätte fast nichts gesagt dazu. Aber Sie wollten es ja noch mal provoziert haben. Wir haben jetzt eine Stunde darüber diskutiert, über etwas, was wir sowieso tun, was sinnvoll ist, da gibt es gar keine Frage, wo es völlig egal ist, ob wir das jetzt so oder so, wir müssen das mit aller Konsequenz weiter verfechten, haben eine Stunde nichts geschafft von der Tagesordnung, viel Zeit verloren, haben dem Bürgerviertel der Stadt Dresden nichts an Vorteil geschaffen und deswegen habe ich mich in den ersten, da haben Sie die Erklärung für mein Abstimmungsverhalten, mich in den ersten enthalten, und habe aber gegen den Originalantrag, der nicht mehr aktuell ist, der auch geändert worden ist, dagegen gestimmt. Bitte schön. Applaus